Führerschein weg. Führerschein weg? Dann hast du jetzt deinen Führerschein verloren? Ich habe ja, ich weiß nicht, ob sich Leute von euch noch daran erinnern können. Ich habe ja jetzt schon ein Jahr her. Ich habe ja damals ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass mich Polizisten auf Streife angehalten haben und mir vorgeworfen haben, dass ich ein Handy am Steuer hatte. Jetzt am 10. war ein Gerichtstermin gewesen und da ist einiges komisch abgelaufen, so dass jetzt nochmal der nächste Gerichtstermin wurde jetzt nochmal verschoben. Noch in diesem Monat wird das nochmal kommen, aber ja, ich weiß nicht, inwiefern ich genau darauf eingehen darf. Also sagen wir mal so, es waren 3 Zeugen gewesen und zum Gerichtstermin wurden durch den Termin aber auch nur 2 geladen. Und der mit dem ich das meiste Gespräch hatte, also es gab ja 2 sichernde Polizisten, einer war seitlich zu mir und einer war an der Beifahrerfensterseite und hat die ganze Zeit geleuchtet, ob ich irgendwie eine Waffe oder sowas raushole. Und der, mit dem ich geredet habe, war nicht da. Und ich, keine Ahnung, ich habe zu meinem Anwalt gesagt, was wird denn das jetzt hier? Das ist doch nur hinhalten, weil die wissen, ich habe einen teuren Anwalt und keine Ahnung, vielleicht wollen die mich damit ficken, indem er jetzt nochmal auftauchen muss und noch mehr Zeit investieren muss. Warte mal, die Polizei oder der Typ von der Polizei geht nicht zur Verhandlung, weil der weiß, dass du einen teuren Anwalt hast? Die Polizei spielt auf Zeit? Also davon bin ich ausgegangen. Er hat gesagt, nein, das kann er sich schwer vorstellen, aber ganz ehrlich. Okay, dein Anwalt sagt, das macht keinen Sinn. Wieso? Der, so gesehen, der Hauptzeuge, der erscheint nicht. Der ist nicht mal aufgelistet im Termin. Mag das daran liegen, dass seine Aussage vielleicht schriftlich aufgenommen wurde und aufgrund der Involvierung in die Situation, dass kein Good Look für die Polizei wäre und das einfach wiedergegeben wird, was er da niedergeschrieben hat? Das ist jetzt die Faktenlage. Mhm. Und ich gehe einfach davon aus, dass sie irgendwie, keine Ahnung, dass sie wollen, dass meine Anwaltskosten irgendwie hochgehen. What? Okay, also das klingt nach einer Verschwörung. Also das klingt ja wirklich nach einer Verschwörung. Gab es schon mal sowas? Habe ich das schon mal? Kann ich mir vorstellen? Also wenn du einen Anwalt hast, der ist teuer und du sitzt da und sagst dem, ey, Herr Schmidt, kann das sein, dass die uns hier hinhalten? Und der sagt, hä? Kann ich mir nicht vorstellen. Und du sagst, aber es macht schon Sinn, oder? Weil jetzt halt ein zweiter Termin angesetzt wird. Und warum wurde ein zweiter Termin angesetzt? Das habe ich nicht verstanden. Das ergibt einfach faktisch keinen Sinn. Ich bekomme eine Vorladung mit 2 Zeugen, aber da ist nicht der bei, mit dem ich gesprochen habe. Jetzt wurde der nächste Termin nochmal angesetzt, jetzt muss der Anwalt dann nochmal hin, dann wird auch der andere Zeuge vorgeladen. Achso, der Termin wurde verschoben, weil sein Anwalt gesagt hat, wir wollen mit dem anderen Motherfucker reden. Und die haben gesagt, okay, neuer Termin. Also die Aussagen von den Polizisten waren auch mehr als merkwürdig gewesen. Ja, wann haben Sie meinen Klienten denn mit Handy am Steuer gesehen? Ja, das war an der Verkehrsinsel da vorne. Irgendwelche Leute von euch kennen bestimmt Oranienburg. Ihr kennt bestimmt auch das Schloss Oranienburg. Und vor diesem Schloss ist eine kleine Brücke, die übers Wasser geht. Und kurz davor, so 150 Meter davor, ungefähr 150 Meter, ist eine Verkehrsinsel. Und die Polizei hat angegeben, dass sie mich im Berufsverkehr abends 100 bis 150 Meter von ihrem Ort gesehen haben, wie ich das Handy in der Hand hatte. Also sorry. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Polizei bei Verkehrsfällen gerne die Verhandlungen streckt, um irgendwas zu finden, bei den Beweislagen minder ist. Bei mir hatten sie angeblich ein Video, bei dem ich zu schnell gefahren sein soll. Gab mir ein Video, hatte 5 Gerichtstermine. Na, dann kriegst du auch alles zurück, Digga. Was hast du nur bezahlt? 3.000, ich musste den Anwalt zahlen, weil ich gegen die Anzeige angegangen bin. Hätte ich das nicht getan, hätte ich 3 Monate Fahrverbot und 1.500 Strafe zahlen müssen. Warte mal, also du hast eine Anzeige bekommen, du hast gesagt, das ist nicht so und du musst das zahlen? Ja, dann würde ich einfach die Kohle nehmen, das von der Steuer absetzen, aufgrund der Tatsache, dass du gewerblich zufällig einen Termin hattest während der Fahrt und dann einfach sagen, ich hole mir das von Vaterstaat zurück, Digga. So ein Ding ist das. Einen auf schlau machen. Machst du einen kleinen Cum-Ex, machst einen kleinen doppelten Spritzer Cum-Ex rein. Rechnest du dreimal ab. Wohnt in der Schweiz. In der Schweiz bist du gefickt. In der Schweiz fährst du 2 Stundenkilometer über dem Limit, wirst geblitzt. 250 Franken. Auf Wiedersehen. Ja, ich bin nur wegen Handy am Steuer. Vor Gericht. Ist halt mit unnötig viel Stress verbunden, der nicht sein müsste. Also wirklich nicht sein müsste. Also Fazit ist krass. Ich kann mir aber nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die das machen wegen den Anwaltskosten. Vielleicht tun sie es, um was zu finden, aber dann hat es ja weniger mit den Kosten zu tun, sondern mehr mit der Tatsache, dass sie gewinnen wollen. Die Polizei hat mich mal durchsucht, als ich an Fuß an der Polizeikontrolle vorbeigelaufen bin. Klar, du hast wahrscheinlich nach Cannabinoiden gerufen und deine Bong hat hinten aus dem Rucksack rausgeguckt.
Ich habe die Richterin gefragt, ob sie die Stelle kennt. Die weiß ganz genau, was ich meine. Digga, das sind 100 bis 150 Meter in dem Winkel im Berufsverkehr. Im fucking Berufsverkehr. Das will man mir erzählen, dass man mich mit dem Handy am Steuer gesehen hat. Und dann Alter, auf einmal. Ist das geil. Ich war, Digga, und dann auf einmal der gar kein Zeuge war, war auf einmal der Einzige, der es gesehen hat. Und die. Ach, Alter, ich weiß nicht, was dieses ganze Thema soll, was man da jetzt versucht mit mir. Ich raff es nicht. Wieso, anstatt die sagen, es geht doch darum, dass sie mir einen Punkt geben wollen. Und da ich Fahranfänger bin und schon 2 A-Verstöße habe, heißt der 3. A-Verstoß Führerschein weg. Und deswegen bin ich ja vor Gericht. Warum soll ich eine Strafe und 100 Euro zahlen, wenn ich nichts gemacht habe? Ich hab nichts gemacht. Toleranz ist in der Schweiz richtig krass. Toleranz kannst du vergessen. Ich hätte fast mal einen Schweizer Polizisten überfahren. Aber lass uns da nicht drüber reden. Dem geht's gut. Ich hatte kein Handy am Steuer. Ich fahr doch nicht mit Handy am Steuer an den Polizisten vorbei. Ich bin doch nicht dämlich. Und jetzt haben wir nochmal einen zweiten Gerichtstermin, wo nochmal der Anwalt auftauchen muss, wo nochmal ich auftauchen muss. Mein Gott, Alter, ganz ehrlich, so unnötige Scheiße. Ich habe keinen Rabattcode für Geschwindigkeitsüberschritte. Mein Glück ist, ich hatte ganz doll Angst davor gehabt, dass ich so einen Richter oder so eine Richterin habe, die irgendwie 70 ist. Und wenn ich ihr dann mit Argumenten komme, wie, ich bin der Meinung gewesen, dass die Polizei mich erkannt hat, diese... GTA in der Schweiz? Nee, ich war das erste Mal, es war eins meiner ersten Besuche so. Und ich bin da durch die Gegend gefahren, kannte mich nicht aus. Und die haben da zufällig so eine Schulung gehabt für Kellen und wie man das macht. Und da stand so ein Azubi. Und der hat sich halt nicht richtig hingestellt, weißt du? Normalerweise, wenn die mit der Brust und mit dem Rücken zu dir stehen, dann musst du anhalten, aber der stand irgendwie so schräg. Weil der hat mit irgendwem geredet und bla. Ich bin dann halt auf den zugefahren und dann hat der... Hat er irgendwann gerufen und der hat sich eingekackt, ja, mit meinem Skoda. Und dann musste ich rechts ranfahren. Dann hat mich so ein Oberwachtmeister von der Schweizer Garde ist dann auf mich zugekommen. Haben Sie nicht noch alle Zassen am Schrucker oder was? Sie können das nicht. Und dann hat er mich richtig zur Sau gemacht. Ich bin Deutsch. Habe ich gesagt, dann bin ich weitergefahren. Gab's zum Glück nichts. Aber dann bin ich einmal an der Stelle, weil ich tanken wollte, zu schnell gefahren. Und Digga, das hat mich übelst gekostet. Seitdem halte ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, so kannst du sehen. Jedenfalls hat die Gerichtsschreiberin auch bestätigt, dass sie mein Gesicht kennt. Die war etwas jünger gewesen. Wieso sprechen die Boys eigentlich nicht normal? Das ist angeboren bei denen? Digga, du kommst bestimmt aus dem tiefsten Osten und sagst sowas auf straight up. Ja, es ist also wirklich, ich sag euch, ich weiß nicht, ob ihr mal in der Schweiz umherfahrt oder irgendwie, aber haltet euch zurück. Ist kein Witz. Das ist wirklich brutal. So, das ist richtig brutal. Und glaub mir, du kriegst das zugestellt. Ich hoffe einfach, dass der Rechtsstaat da sich für die richtige Position entscheidet. Für meine. Ha! So, ich bin natürlich an einer sehr dämlichen Position. 3 Polizisten haben etwas gesehen oder auch nicht gesehen. Die haben sich ganz schön verplappert im Gericht, keine Ahnung. Was ich gemacht haben soll. Ist natürlich eine schwierige Ausgangsposition, aber dadurch, dass jetzt schon... Naja, muss mal gucken, keine Ahnung. Also wenn es 3 Polizisten sind, sehe ich da ja schwarz. No matter what, ne? Selbst wenn das irgendwelche Wichser sind und die sich das ausdenken. Aber 3 Polizisten klingt nicht so geil, Mann. Ich hoffe das Beste. Ich in den Knast. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass ich meinen Führerschein sonst verlieren würde. Und das würde meine Berufstätigkeit stark einschränken. Ja, das kann ich sehen. Führerscheinverlust ist natürlich, ja, aber... Würde ich dann auch akzeptieren. Ich würde das Beste daraus machen. Ich habe ja schon gesagt, dann kaufe ich mir ein Fahrrad und fahre wieder Fahrrad. Das wäre natürlich schade, so. Weil ich dann mein Auto... Ist das nicht temporär oder ist er noch als Fahranfänger drin? Auch verkaufen müsste, so macht er dann auch keinen Sinn mehr und dann, naja, so ist das Leben. Was willst du machen? Look at this beautiful man. 20 Euro für die Anwaltskosten? Greif mal bitte tiefer ins Täschchen, ey. Tanzi hat gesagt, das ist ein teurer Anwalt. Kommst du mit 20 Euro daher? Kannst du zurücknehmen? Kannst du bei einer Stripperin einen Slip stecken, ey? Ich habe jetzt 3,5 Jahre meinen Führerschein, dadurch, dass ich ganz am Anfang Unfall gebaut habe und der von der Polizei falsch gewertet wurde. Habe ich dafür auch einen Punkt bekommen, obwohl ich weggerutscht bin. Dafür bekommt man keinen Punkt. Wenn man wegrutscht, rutscht man weg. Und die haben in den Schreiben, was ich von der Polizei bekommen habe, stand, sie haben im zu weiten Bogen die Kurve genommen. So, was gar nicht stimmt, was schwachsinnig ist. Also ich hätte für die Situation gar keinen Punkt bekommen. So, das. Ich wäre kein Fahranfänger mehr. Naja, ist trotzdem unangepasstes Tempo. Nein, du kennst doch die Verkehrssituation gar nicht. Die Fahrbahn war rutschig gewesen. Ich habe mein Auto falsch eingeschätzt, hatte keine Assistenzsysteme, weil das Auto von 97 war und dann ist es halt passiert. In der Probezeit ist trotzdem Unfall, Probezeitverlängerung, safe. Gut, dann nehme ich alles zurück. Ja, aber Fakt ist, ich bin jetzt schon 120.000 Kilometer oder 130.000 Kilometer gefahren mit dem Auto. Komischerweise ist er gerade in der Polizeikontrolle on stream. No joke? Oh mein Gott, nein. Grüße gehen raus an Schwarz, Alter. Junge, ich feiere diesen Typen so sehr. Ach du
Scheiße, er sitzt wirklich in der Polizeikontrolle. Da? Okay, ich wurde angehalten von der Polizei. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Alter. Und ich guck mir gerade dieses Video an. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was ist da denn los? Aber du hast halt auch nicht... Digga, du hast doch halt nicht hier den Chat, oder? Oh mein Gott. Oh, hat er nicht abgelesen. Ey, meinst du, dass das in dem Zusammenhang eine Rolle spielt? Also, okay, ich bin kein Polizist, ne? Aber glaubst du, dass das Handy so positioniert ist, damit man den lesen kann? Oder glaubst du, dass es so positioniert, damit er das Navi sehen kann? Ich meine, ich komm, also ich, Chat, komm, ich, oh, das ist, also aus der Perspektive von einem dahinterstehenden sieht das halt einfach nicht gut aus. Hm? Ist das sein Chat oder ist das ein anderer Chat? Der guckt gerade RP. Das sieht halt aus, als wäre es sein Stream einfach. Das ist sein Stream, der offen ist. Also ich fühle das jetzt nicht so. Aber ihr seid die Experten, weil ihr seid alle Anwälte und so. Ich bin kein Anwalt. Ich würde einfach den Chat, wenn ich fahre... Nee, ne? Auto über 3,5 Jahre. Ach, würde ich nicht machen. Einfach selber so, ne? Tut das nicht. 10 verschiedenen Ländern und ich fahre mein Auto seit 75.000 Kilometer. Oh, Kratzer. Krass, Alter, dass er wieder angehalten wird. Was ist das denn für ein... Was ist das denn für ein merkwürdiger Zusammenhang? Ich gucke gerade legit das Video, wo er sagt, dass er einen Prozess hat und er wird in dem Video in seinem Stream angehalten. What? Das zweite Mal heute schon. Was? Digga, Tanzi wird von der Polizei gestreamsniped? Was? Oh, das ist unangenehm, ey. Oh mein Gott, ey. Nicht einen einzigen Schramme, kein Nichts. Null. So, und trotzdem bin ich immer noch der halbe GTA-RP, ey. Anfänger, der genauso belehrt wird. So, das finde ich halt ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Die haben ein persönliches Problem mit ihm. Die ganze Polizei Berlin? Ey, in dem Moment würde ich doch einfach aufhören, die Scheiße zu streamen, oder? Ich glaube, das hilft doch nicht. Du ziehst doch da immer den Kürzeren, Mann. Die sind zu viert, da kommt jemand rein und dann sagt, was, da machst du doch gar nichts. Überall gefahren, ich bin durch ganz Europa gefahren, alles. Ich bin mit 7 Meter Wohnmobilen durch Städte gefahren und trotzdem werde ich immer noch als Fahranfänger gewertet. Und das finde ich irgendwie schade, keine Ahnung, das nervt mich wirklich. Da werde ich irgendwie gleich behandelt, das ist genau wie mit Blitzen, Alter, weißt du? Ich werde in 40.000 Kilometer einmal geblitzt oder sagen wir mal, ich werde in 40.000 Kilometer zweimal geblitzt und das wird genauso gewertet wie jemand, der in 1.000 Kilometer zweimal geblitzt wird. Das kotzt mich an, dass es da keinen Unterschied gibt. Bitch, Alter. Oh mein Gott, Alter, stell mal vor, ruft jemand bei der Polizei und sagt, hier, wir haben das und das Auto, von dem und dem ist das anscheinend und die machen seinen Stream auf und wissen, wo er ist. Ey, Alter, das ist ja lame. Also ich hoffe, er kommt da ohne Nachfolgen raus. Ne? Ist immer noch Blackscreen. Meine Fresse, Alter. Oh Gott, ist das eklig. Ich dachte eigentlich, dieses Stream während der Fahrt ist vorbei, seitdem man die Kennzeichen nicht mehr zeigen darf oder so ein Scheiß. War doch da, hä? Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal in die Pommecino, oder?